So, hallo, ich bin, wie, na, fangen wir nochmal neu an. Also, ich bin gerade unter Zeitdruck und werde die Parts deshalb nicht allzu lang machen. Ich denke mal 20 Minuten jetzt, 15 bis 20 Minuten, weil die Woche ist jetzt im Nachhinein doch etwas stressiger geworden, als ich dachte. Ich werde morgen für nichts Zeit haben, ich werde samstags, also heute ist Donnerstag, ich werde samstags für nichts Zeit haben, ich werde freitags für nichts Zeit haben und ich werde Sonntag höchstwahrscheinlich für nichts Zeit haben. Sonntag ist sowieso eigentlich Ende der Woche, also wenn bis Sonntag mittags nichts hochgeladen ist, dann ist eh vorbei mit dem Sonntag, so egal. Ja, Zeitdruck, ich muss eine Menge Sachen erledigen, von daher legen wir direkt los. Patrolling, Patrolling, mit Rom, yay, uns, yay, wir. Ram, sei nicht so laut. Wen kümmert's? Wir tun doch gute Dinge. Also müssen wir, also ist es völlig in Ordnung, wenn wir ein wenig die Lautstärke erhöhen und selbstsicher sind. Whatever. Irgendwie sowas. Aber sie sehen uns alle an. Das ist so peinlich. Na, komm schon. Du kannst nicht immer solche Sachen von dir geben. Das ist die Hyper Dimension, ne? Was passiert jetzt wohl in Lowey? Warum sind wir hier? Wir werden eines Tages süße CPUs sein. Also werden uns die Leute die ganze Zeit angucken, verstehst du? Aber CPU, hä? Diese Kinder sind CPUs? Was sagten sie in dem Fall? Hä? Was passiert hier? Oh, ich verstehe. Sie sind geschockt über die Tatsache, dass sie so süße kleine CPUs durch die Stadt sehen, hä? Durch die Stadt laufen sehen, hä? Okay, wenn ihr uns sagt, dass ihr an uns glaubt, dann werden wir. CPUs sind nicht benötigt, werden nicht benötigt. Eben weil es CPUs gibt, ist die Welt in einer so misslichen Lage. Ja, wenn ihr doch bloß nie existieren würdet. Hä? Was ist mit diesen Idioten los? Sie müssen Teil der Citizen Group sein. Sie haben irgendwie gruselige Augen. Warum? Sind CPUs nicht etwas, an das ihr glauben solltet? An das sie glauben sollten, denke ich mal eher. Ich habe jetzt die Textbox nicht ganz gelesen. Aber sie sind eine Gruppe von Leuten, die gegen die CPUs sind. Also, fangt sie! Fangt diese verdammten CPUs! Lasst sie nicht entkommen! Wir brauchen keine Nation, die von irgendwelchen lausigen CPUs regiert wird. Oh, was sollen wir tun? Laufen. Ja, da. Kommt schon, wir hauen ab. Okay. Ja, ihr könnt nicht gegen Menschen kämpfen. Ihr könnt nicht gegen Menschen kämpfen, das geht nicht. Wir sind hier losgeworden. Nicht weinen, Rom. Aber es war wirklich gruselig. Ich war auch erschrocken und wollte unbedingt weinen. Aber ich war tapfer und habe durchgehalten. Ich habe dir doch gerade gesagt, dass du nicht. Jetzt werde ich auch. Was ist ihr verdammtes Problem? Echt mal. Du hast den letzten Spaß zu weit getrieben. Dank deiner lächerlichen Herumspielerei. Holly, es tut mir wirklich leid, Süße. Ich habe doch schon gesagt, dass mir leid tut, Süße. Ich dachte, du wärst mehr interessiert an diesem Typ von Mann, die mehr aus sich herausgeht. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du die vorherige Version von Copy mehr geliebt hast. In wen zur Hölle sollte ich verliebt sein? Du hast einen schlechten Geschmack an Männern. Das ist nicht das Einzige, worin sie schlecht ist, Schuh. So wirst du niemals heiraten, wenn das so weitergeht. Du bist eine arme alte Spinnerin. Die Erdnussgalerie kann die Klappe halten. Wenn du ihn unbedingt reparieren wolltest, warum hast du nicht einfach wieder normal gemacht? Normal zu sein ist langweilig.
Das hat nichts mit deiner Definition von Langweiligkeit oder Aufregung zu tun. Komm schon! Hört auf damit, meine Freunde! Sich zu bekämpfen verstärkt in keinster Weise die Bunde unserer Freundschaft. Da wir alle zusammen hier sind, in diesem, bei The Hot Thread of Friendship, bei dem heißen Netz der Freundschaft, holy shit, müssen wir jetzt unsere Hände halten und in solchen Zeiten zusammenhalten. Hör auf, solche merkwürdigen Sachen von dir zu geben. Sollen wir dann anfangen? Ich würde wirklich das Meeting gerne starten. Na, dann übernimm endlich die Führung und fang endlich an! Du bist doch hier die Leiterin, oder nicht? Tut mir leid. Jetzt geh doch nicht auf meine liebste Ray los. Das arme Ding. Ist das wirklich ein Meeting? Können wir irgendetwas hier diskutieren? Wir werden auf der gesamten Welt schon als böse Leute angesehen, Chu. Ja, und der Grund dafür ist, weil ihr indiskret Sachen zerstört und eure wahre Identität einfach so im Kampf offenbart. Ich möchte nicht von jemandem eine Lektion erteilt bekommen, der noch irgendwie gar nichts gerissen hat. Es ist nicht so, als hätte ich geplant zu verlieren. Ah, da hat sie ein Nerv wurde getroffen, nicht wahr? Perhaps some things are better left unsaid. Einige Sachen sollten besser umgesagt bleiben, Freunde. Es tut mir so leid. Es ist mir so über die Zunge einfach gekommen. Ich kann das nicht weitermachen hier. Ich habe mein Bestes getan, um in der Öffentlichkeit ein gutes Aussehen auf die Seven Sages zu machen. Ein gutes Licht auf die Seven Sages zu werfen, so rum. Was sind so people screwed up? Aber da ihr alles verkackt habt, alles was ich getan habe, war nutzlos. Ich glaube, unser Image ist in den Keller gegangen, weil unser erstes Auftreten durch ein kleines Mädchen wie dir ausgelöst wurde. Das ist gut möglich. Das Schalde spread horror. Die Persönlichkeit von diesem kleinen Mädchen hier ist sowieso. This Schalde spread horrid personality is the real deal after all. Mein Gott, in meinem Kopf kann ich es übersetzen, aber meint ihr, ich kann es aussprechen? Ich habe gerade die ganze Zeit schon das Problem. This Schalde spread horrid personality is the real deal after all. Okay, ich versuche jetzt mal wortwörtlich, wie es da steht. Diese kindliche Persönlichkeit von diesem kleinen Mädchen ist der wahre, ist sowieso der Auslöser für alles. Das passt schon eher. Okay. Brain. Nicht Pinky. Brain. Du da oben im Denkstübchen. Nimm dir ein paar Sekunden mehr Zeit. Alright? Okay. Continue. Was hast du gerade gesagt? Maybe we should put someone else in charge of PR. Vielleicht sollten wir jemand anderes die PR überlassen. Zum Beispiel mir. Es ist Zeit, dass das Mascot die Führung übernimmt. Tschu. Publikum, ja. Ich glaube. Okay. I think cute little Varachu's target audience is too niche. Ehrlich gesagt, ich weiß, was er sagen will, aber ich kann es gerade wirklich nicht in Worte fassen. Er will quasi sagen, dass Varachu's Zielgruppe. Nige, come on. Das Wort. Zu speziell? Kann man das so sagen? I don't know. Didn't I ask if I had to stop arguing? If you all have so much energy to explain. Habe ich euch nicht alle gebeten, What the fuck, Brain? What the fuck? Habe ich euch nicht darum gebeten, eure Diskussion
aufhören zu lassen. Besser. Ich kann kein Deutsch mehr. Ich kann kein Englisch und Deutsch mehr unterscheiden gerade. Wenn ihr so viel Energie übrig habt, dann nehme ich es gerne mit euch allen gleichzeitig auf. Kommt zu mir mit all eurer Kraft. Vergiss es, ich bin pissed genug. Ihr habt mich alle runtergezogen, ich möchte nicht mehr mit euch zusammenarbeiten. Agnes, warte bitte, unser Meeting ist noch nicht vorbei. Lass sie gehen, wenn sie bleibt, werden die Dinge sowieso nur noch laut und unnötig kompliziert. It sucks that she goes into mad hysterics, even though she's just a kid. Es ist nervig, dass sie immer gleich austickt, obwohl sie nur ein kleines Kind ist. Chew. Abby ist eigentlich ziemlich alt. Sie sieht nur aus wie ein Kind. Jetzt, wo sie weg ist, könnt ihr euch mal anhören, was ich zu sagen habe. Was? Sprich es aus. Wenn ich ehrlich sein darf, wir sind hier gerade in einer ziemlich misslichen Lage. Wenn wir die Sachen zu unseren Gunsten noch umdrehen möchten, müssen wir drastische Maßnahmen ergreifen. Decisive. Ja, das ist schon entschlossen, aber quasi, er meint eher so Last Resort, sprich ein letzter Ausweg, hä? Ja, das ist geil! Was für eine heißblütige Entwicklung. Warum hängt ihr euch eigentlich immer an die Worte, die Anonides von sich gibt? Es ist nicht so, als ob wir ihm zuhören würden. Es ist nur interessanter als das, was eine Frau in ihren mittleren Lebensjahren zu sagen hat. Bitte sag nicht so etwas absolut Grauenvolles. Okay, genug herumgequatscht. Erlaubt mir ein wenig mehr ins Detail zu gehen. Ich verstehe, ich kann mich also endlich selbst in eine richtige Kampfsituation werfen. Ich habe so eine langweilige Rolle bekommen. Ich bin wieder mit der alten Hexe unterwegs. Ich habe das Gefühl, dass das nicht gut für mich enden wird, Chu. Überlass das mir, Bodyboy. Ich werde deine Erwartungen übertreffen. Was ist es, Ray? Wenn wir auch das machen müssen. Wir können das jetzt noch nicht wirklich in die Tat umsetzen. Achso, nee, wir können jetzt nicht wirklich zurück, so meint er das, wir können nicht wirklich zurücktreten. Wir haben den Point of No Return längst überschritten, nicht wahr? Das ist wahr, trotzdem. Dann ist es entschieden. Je schneller wir alle vorbereitet sind, desto eher können wir agieren. Nicht wörtlich übersetzen. Make sure. Ganz ruhig. Brain. Make sure Abby doesn't hear about this. Passt auf, dass Abby nichts davon mitbekommt. Das ist die richtig deutsche Übersetzung. So. Dot. Was geht hier ab? Take this, Cat Punch! Oh, wie viel Zeit ist vergangen? Nochmal 3 Jahre, schätze ich mal? Autsch, hey, das ist gefährlich! Du bist zwar ziemlich ausdauernd für ein Kind, aber ich werde dich immer noch übertreffen. Peachy, hau Nap um. Tu dein Bestes, Nap. Nappy, Nappy, bring sie lieber nicht zum Weinen. So. Wie immer mit den Kindern am Spielen.
Neptuns besondere Fähigkeit ist, dass sie mit einfach absolut jedem irgendwie auskommt. Die Kinder sind echt groß geworden. Ja, sie sind sehr schnell gewachsen. Ich bin nicht mehr in der Lage, mich mit ihnen fertig zu werden. Sie sind auch noch so niedlich. Wenn ich daran denke, dass ich auch einmal ein Kind war. Du warst mal Kleinwirt? Hehe, ja klar. Was? Glaubst du mir etwa nicht? Es ist immer wieder erstaunlich, dass es dir nicht langweilig wird, hier rüber zu schleichen. Natürlich, ich muss doch vorbeikommen und meine kleine süße Schwester sehen. Komm schon, Neptgear. Lass mich dich ansehen. Oh, goodness. Schon wieder diese Umarmungen. Jeez, sie ignorieren einfach ihre Aufgaben als CPUs. Du musst gerade reden. Du bist auch hier rüber gekommen. Du kommst auch immer hierher, um Plutia zu sehen. Klappe! Du tust dasselbe. Leute, geht arbeiten. Ich glaube, diese Sachen fallen auf taube Ohren. Oder treffen auf taube Ohren. Ich kann es mir erlauben, mit meiner Arbeit hinterher zu hinken. Denn wenn wir Schwestern unsere Fähigkeiten kombinieren, wird die Welt sowieso bald unser sein. Ah, und schon wieder fühle ich diese sanfte Wärme vor diesen zwei sehr weichen Objekten. Neid. Ich bin ausgelaugt, Kinder. Ihr scheint wirklich aufgelevelt zu haben. Ich kann nicht mehr länger einfach so zurückfallen. Hey, warte, Neptgear. Hör auf, bei dieser erotischen Power schon wieder Gedanken kontrolliert zu werden. Oh Gott, dieser Satz. An affection, an embrace, like, this is not possible for someone of your size. Oh Gott. Oh Gott, dieser... Huch, jetzt habe ich meine Wasserflasche umgekippt. Oh Gott. Eine solche... Naja. Ich sag mal, erotisierende Umarmung ist für jemanden von deiner Größe nicht möglich. Nippy Junior hat so ein Glück. Noah, mach dasselbe mit mir. Hä? Nein, nein. Ich könnte dich nie und nimmer auf diese Art und Weise umarmen. Okay, dann Blani? Klar, warum nicht? Klar, warum nicht? Yay, squeeze me, Blani! Mein Squeezing wird leider nur eine sehr mäßige Weichheit in sich tragen. Warum grinst du mich in dieser Art und Weise an? Du pisst mich richtig auf. Du pisst mich richtig an. Hör auf, mich so anzugrinsen. Hör auf, dieses Gesicht zu machen. Leute. Was ist? Warum dieses schmerzvolle Emote? Kleine Kinder imitieren, was sie an Erwachsenen sehen. Das ist nicht gut für sie. Lasst uns die Store drücken. Drücki. Drück. Es tut weh. Ich flehe euch an, mich nicht noch enger, noch mich noch nicht. Ich flehe euch an, mich nicht noch fester zu umarmen, als ihr es schon tut. Goodness, hört auf, wenn ihr es nur weiter so drückt. Also, hört auf, es nur mit all eurer Kraft so zu drücken, Kinder. Ich glaube, etwas ist gerade aus ihrem Mund rausgekommen. Ist das etwa ihr kleines Herz? Oh mein Gott, lasst sie los! Okay. Ich wurde beinahe in die Vergessenheit gedrückt. Oh, du meine Güte.
This all stems from you all shining your... Das ist alles nur passiert, weil ihr eure Aufgaben nicht auch nicht erledigt, nicht erlösen. So. Ah, come on. Das hört sich an, als würdest du uns dafür die Schuld zuweisen. Aha. Du übertreibst. Ich arbeite die ganze Zeit so viel. Plutia arbeitet nie. Sie liebt ihre Nickerchen. Sie macht den ganzen Tag nur Nickerchen. Ah. Das sollte doch mein kleines Geheimnis bleiben. Geheimnis oder nicht, ich muss es mir jeden Tag ansehen. Du bist die Hoffnungslose von uns, Pluti. Ich meine, von Kindern fertig gemacht zu werden. Ich auf der anderen Seite. Nap ist eine dumme CPU. Du-um. Du-um. Neptuna ist du-um. Was ist das? Du-um bin ich? Hä, du-um. Das kann man halt nicht übersetzen, das tut mir leid. Eine ziemlich gute Beschreibung. Children erkennen so etwas schnell. Also Kinder erkennen sowas schnell. Habe ich Children gesagt? I don't know. Hey, ihr kleinen, Troublemakers, dafür haben wir kein deutsches Wort. Das ist so schrecklich. In dem Moment, wo ich ein Wort sehe, was es im Deutschen nicht wirklich gibt, versucht mein Hirn wieder alles durcheinander zu werfen. Hey, Plagegeister. Machen wir es mal so. Hey, ihr Plagegeister, wo habt ihr so etwas überhaupt gelernt? Gia hat es zuerst gesagt. Kiki hat es uns beigebracht. Hä? Nein, habe ich nicht. Nap Junior, hä? Ich habe es wirklich nicht. Ich meine, naja, es könnte sein, dass ich mal sagte, dass eine dumme CPU du-um genannt werden könnte, aber das habe ich habe das nicht auf dich bezogen. Sie sagte, Neptuna ist dumm und süß. Das habe ich gesagt, ja. Aber ich habe es nicht böse gemeint. Nepgears mastered the backstabbing ability. What the goodness? Nicht schon wieder sowas. Das Face vor allem. Oh, meine geliebte Neptunior. Ich habe dir vertraut. Warum hast du mich verlassen? Es ist ein großes Missverständnis. Ich verspreche es. Also, technisch gesehen kann man sagen, weil ihr beide werdet von Kindern hier gemobbt. Also, ehrlich gemacht. Ah. Was für ein Witz. Und ich dachte, diese Nation hätte sich gebessert, jetzt wo Nepke hier ist. Aber, nö. Wie auch immer. Das bedeutet lediglich, dass Last Station weiterhin auch auf dem ersten Platz bleiben wird. Wann habt ihr euch denn den Topspot gekrallt? Ich kann das leider nicht so ignorieren. Ich habe nur die Fakten aufgelistet. Ich bin in der Führung, was die Shares angeht. Und die anderen Nationen bekommen immer weniger. Und das eine verrottet. Das andere wird zu seinem eigenen Tor hinausgeworfen. Das andere ist einfach nur schlecht. Wie auch immer ihr darauf schaut, meine Nation ist diejenige, die gerade am festesten ist. Übertreib es nicht. Ja, ich glaube, jemand hier versucht... I guess someone here does lose her cold if I point out anything that makes her look bad. Ich glaube, eine Person verliert ihre Coolness sofort, wenn ich einfach nur die Fakten aufsage, die sie schlecht aussehen lassen. Holy shit. Wenn das so weitergeht, kommen wir hier zu gar keinem Gameplay mehr.